Textformat. Fett, durchgestrichen und kursiv auf WhatsApp. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue und Nützliche zu erhalten. Fahren wir nun mit der Erklärung fort. Möchten Sie Ihre WhatsApp-Business-Nachrichten auf die nächste Stufe heben? Geben Sie ein Textformat. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Text auf unterschiedliche Weise formatieren, einschließlich Fett, Kursiv, durchgestrichen und mehr. Durch die richtige Textformatierung kann sichergestellt werden, dass der Empfänger Ihre Nachricht so liest, wie sie beabsichtigt war. Dies ist auch eine nützliche Möglichkeit, wichtige Informationen hervorzuheben und Ihre Nachrichten schnell lesbar und leicht verständlich zu machen. Sobald Sie wissen, wie Sie Text auf WhatsApp formatieren, können Sie ihn problemlos in Ihre Geschäftskommunikationsstrategie integrieren. Sehen wir uns an, wie Sie Text in WhatsApp Business formatieren und warum Sie ihn in Ihren Nachrichten verwenden sollten. Was ist das Textformat in WhatsApp Business? Mit der Textformatierung können Sie Ihren Text auf verschiedene Arten formatieren, einschließlich Fett, Kursiv, Mittel- und Monospace-Schriftarten. Formatieren Sie Text schnell und einfach, indem Sie auf beiden Seiten des zu formatierenden Textes mehrere Sonderzeichen hinzufügen. So formatieren Sie Text auf WhatsApp und WhatsApp Business. Die Zeichen, die Sie zum Formatieren Ihres Textes verwenden, hängen von der Wirkung ab, die Sie mit Ihrer WhatsApp-Nachricht erzielen möchten. So fügen Sie Formatierungen hinzu, während Sie Ihre Nachricht im Chatfenster schreiben. So machen Sie Text in WhatsApp fett. Fetter Text in WhatsApp ist einfach. Schreibe deine Nachricht. Fügen Sie auf beiden Seiten des Texts, der fett dargestellt werden soll, ein Sternchen Sternchen hinzu. Sternchen neue Geschäftszeiten. Sternchen werden beispielsweise als neue Geschäftszeiten angezeigt. Sie können fetten Text verwenden. Heben Sie wichtige Informationen oder Titel hervor. Betonen Sie bestimmte Wörter oder Sätze. Lenken Sie den Blick des Lesers auf einen Teil der Nachricht. Denken Sie daran, dass zwischen Sternchen und dem Text, den Sie fett formatieren möchten, kein Leerzeichen steht, da dies sonst nicht funktioniert. Wenn Sie es richtig gemacht haben, wird das Sternchen vor dem Senden des Textes ausgeblendet. So machen Sie Text in WhatsApp kursiv. Das Hinzufügen von Kursivschrift zu WhatsApp ist eine gute Möglichkeit, sich auf bestimmte Textteile wie wichtige Fakten, Posttext, Notizen oder einfach andere Dinge, auf die Sie aufmerksam machen möchten, zu konzentrieren. So geht's. Schreibe deine Nachricht. Fügen Sie auf beiden Seiten des Texts, der kursiv sein soll, einen Unterstrich hinzu. Unterstrich neue Geschäftszeiten. Unterstrich werden als neue Geschäftszeiten angezeigt. Sie können kursiven Text verwenden. Heben Sie wichtige Informationen oder Titel hervor. Betonen Sie bestimmte Wörter oder Sätze. Lenken Sie den Blick des Lesers auf einen Teil der Nachricht. Vergessen Sie auch hier nicht, darauf zu achten, dass zwischen dem Unterstrich und dem Text kein Leerzeichen steht. Wenn Sie dies richtig machen, werden Sie vor dem Senden Ihrer Nachricht sehr schwache Unterstriche und kursiv gedruckten Text sehen. So schreiben Sie durchgestrichenen Text auf WhatsApp. Stripes eignen sich hervorragend für Unternehmen, die Preissenkungen oder ähnliche Angebote über WhatsApp versenden möchten. So geht's. Schreibe deine Nachricht. Fügen Sie auf beiden Seiten des Texts, den Sie durchstreichen möchten, ein Tildezeichen Tilde hinzu. Tilde Geschäftszeiten Tilde werden als Geschäftszeiten angezeigt. Wenn Sie dies richtig machen, werden Sie sehen, wie die Tilde verschwindet und ein durchgestrichener Effekt erscheint. Bevor die Nachricht gesendet wird, verwenden Sie durchgestrichenen Text. Preissenkungen ansehen. Erläutern Sie Änderungen bisheriger Angaben wie Geschäftsöffnungszeiten, Kontaktdaten oder personelle Veränderungen. So formatieren Sie Text in WhatsApp als Monospace-Schriftart. Das Einfügen eines Monospace-Schriftteils ist eine gute Möglichkeit, Ihre Nachrichten optisch zu abwechslungsreich zu gestalten.
So geht's. Schreibe deine Nachricht. Verwenden Sie drei Hintergrundanführungszeichen auf beiden Seiten des Textes, der einzeilig angezeigt werden soll. Neue Geschäftszeiten wird als neue Geschäftszeiten angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anführungszeichen verwenden, nicht oder und. Lassen Sie auch hier keine Leerzeichen. Wenn Sie es richtig gemacht haben, werden Sie sehen, wie die Anführungszeichen im Hintergrund verschwinden und das Monospace erscheint. Bevor Sie Ihre Nachricht senden, verwenden Sie Monospaced Schriftarten. Heben Sie die Anführungszeichen vom Rest Ihrer Nachricht ab. Unterscheiden Sie Codeabschnitte vom Rest Ihrer Nachricht. Textformatierungsregeln in WhatsApp. Denken Sie daran, sicherzustellen, dass zwischen Formatierungszeichen, den Symbolen, die Sie zum Formatieren von Text verwenden, und dem Textblock, den Sie formatieren möchten, keine Leerzeichen stehen. Um beispielsweise den Text fett darzustellen, sollten Sie neue Geschäftszeiten Sternchen und nicht neue Geschäftszeiten Sternchen verwenden. Sie können Textformatierungen kombinieren, außer Monospaced. Aber Sie müssen darauf achten, die Formatierungszeichen in der umgekehrten Reihenfolge zu schließen, in der Sie sie geöffnet haben. Um beispielsweise Text fett und kursiv zu formatieren, müssen Sie Sternchen unterstrich neue Öffnungszeiten unterstrich Sternchen und nicht Sternchen unterstrich neue Öffnungszeiten Sternchen unterstrich verwenden. Beachten Sie, dass Sie eine Monospace-Schriftart nicht mit einem anderen Textformat kombinieren können. Kann ich meinen WhatsApp-Nachrichten andere Textstile hinzufügen? WhatsApp bietet derzeit nur die Möglichkeit, Text direkt in der App in Fett, Kursiv, durchgestrichen oder Monospace zu ändern. Es gibt jedoch Lösungen von Drittanbietern. Wenn Sie Ihren Nachrichten Schriftarten oder andere Textstile hinzufügen möchten, eine Möglichkeit ist die Website fontsforwhatsapp.com. Besuchen Sie einfach die Website, geben Sie Text in das Textfeld ein oder fügen Sie ihn ein und wählen Sie dann unten die Schriftart oder Designoption aus. Anschließend können Sie den formatierten Text kopieren und in das WhatsApp-Chatfenster einfügen. Warum den Text von WhatsApp und WhatsApp Business Nachrichten formatieren? Das Hinzufügen von Textformatierungen zu Ihren Nachrichten in WhatsApp Business bietet viele Vorteile. Die Textformatierung kann Ihnen beispielsweise dabei helfen. Machen Sie Ihre Botschaften klarer. Das Formatieren von Text kann das Lesen und Verstehen von Nachrichten erleichtern. Sie können Text in Fett- oder Kursivschrift verwenden, um wichtige Informationen hervorzuheben. Oder durchgestrichenen Text, um einen Preisverfall während eines Verkaufs hervorzuheben. Fesseln Sie die Aufmerksamkeit des Lesers. Durch das Internet und Social Media Apps ist die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen kürzer als je zuvor. Das Hinzufügen von Textformatierungen zu längeren WhatsApp-Nachrichten, die viele Informationen enthalten, kann die Textwand aufbrechen und die Aufmerksamkeit des Lesers erregen. Stärken Sie Ihre Markenidentität. Wenn Ihre WhatsApp-Business-Nachrichten im Vergleich zu Ihren anderen Marketingkanälen etwas langweilig aussehen, versuchen Sie, Textformatierungen und Emojis hinzuzufügen, um sie attraktiver zu machen. Dies kann niedlichen Nachrichten wieder etwas Persönlichkeit verleihen. Wie richte ich WhatsApp Business auf meinem Telefon ein? Mit Your Business Number ist das ganz einfach. Mit nur wenigen Klicks senden wir Ihnen direkt per SMS eine zweite virtuelle Telefonnummer, damit Sie schnell Ihr neues WhatsApp Business Konto einrichten können. Warum brauchen Sie eine zweite virtuelle Telefonnummer? Nun, Sie können nicht dieselbe Nummer verwenden, um sowohl WhatsApp Messenger als auch WhatsApp Business zu verifizieren. Daher ist es die perfekte Lösung, wenn Sie dasselbe Telefon für beide Apps verwenden möchten. Eine zweite virtuelle Telefonnummer von Your Business Number ist kostengünstiger und stressfreier als der Kauf eines neuen Mobiltelefons und der Abschluss eines separaten Telefonvertrags oder das Hantieren mit zusätzlichen SIM- oder eSIM-Karten. Ein bisschen besser? Wir bieten flexible, kostengünstige Verträge und umfassenden Kundensupport, damit Sie die vollständige Kontrolle haben. Also, worauf wartest du? Erstellen Sie noch heute Ihre neue Geschäftsnummer. Am Ende des Videos hoffe ich,
dass es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video.